Sehr geehrte Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Unity of Command 2. Und es geht weiter. Und zwar jetzt hier mit der Operation Market Garden. Ich lese mal vor, 17. September 1944. Der schnelle Vorstoß der alliierten Streitkräfte durch Westeuropa verliert aufgrund des fehlenden Nachschubs an Schwung. Feldmarschall Montgomery hat eine massive und wagemutige Luftoperation. Will eine massive und wagemutige Luftoperation starten, um eine Brücke über den Rhein zu sichern, bevor sich die Wehrmacht erholen kann. Da die Alliierten den Krieg schnell beenden wollen und durch die massiven Investitionen in die Airborne Army unter großem Druck stehen, ignorieren sie Berichte über feindliche Panzer in der Nähe der Brücke bei Arnheim. 8 Runden, British Second Army. Mal weiterspielen. Schauen wir uns mal die Karte an. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze hier gehandelt wird mit den Siegbedingungen, denn wie wir alle wissen, Operation Market Garden ist ja kolossal gescheitert. Das heißt, vor allem die letzte Brücke, die wichtigste Brücke über Arnheim, wurde nicht eingenommen. Die Brücken bei Nijmegen und Eindhoven weiter südlich schon, aber die waren ja wichtig. Ja, da ging der Hell's Highway durch. Wir können mal hier gucken, ob der Hell's Highway hier quasi auch mit drin ist. Ja. Wir haben jetzt, bleibt mal die Städtenamen ein, Kartenbeschriftung anzeigen, Arnheim hier oben. In Richtung Arnheim, Nijmegen, Eindhoven, hier war der Hell's Highway, sogenannte Hell's Highway. Und über diese Straßen hier, oder über diese, tatsächlich auch über diese eine Straße, es war eine einzige Straße, das zeigt schon mal, wie wahnwitzig dieses Unternehmen eigentlich auch wirklich war, sollte der komplette Nachschub für die britische Luftlandedivision, für eine amerikanische, für die 82. War es die 82. da oben? Ja, genau, die 82. war bei Nijmegen und die 101. Airborne Division bei Eindhoven. Hat bis Nijmegen ganz gut geklappt, aber dann haben die Deutschen durch sehr interessante Gegenstöße den Nachschub eben unterbinden können, beziehungsweise das Unternehmen zum Stillstand gebracht. Ganz interessant, da wurde wirklich alles zusammengekratzt, was die Deutschen hier zur Verfügung hatten. Hier haben auch Marinesoldaten gekämpft. Ich weiß nicht, irgendwo nördlich von Eindhoven, glaube ich, war eine Marineschule. Also wer schon mal Market Garden Szenarien gespielt hat, der weiß, hier erwartet einen wirklich ein krasser Mischmasch an deutschen Einheiten. Gut, schauen wir uns das Ganze mal an. Wir haben Eindhoven bis Runde 2. Und Nijmegen bis Runde 3. Und wir sehen schon, Arnheim ist nicht als Hauptziel mit drin. Das heißt, ich muss Arnheim gar nicht erreichen. Finde ich gut gelöst, denn Eindhoven und Nijmegen wurde damals geschafft, Arnheim eben nicht. Hätte für mich jetzt auch keinen großen Sinn gemacht, diese Mission. Ich sag mal, wenn man Arnheim doch erreicht, dann muss es ja irgendwie alternativ werden, weil dann würden wir natürlich von der Geschichte abweichen. Das ist auch hier der Fall. Ziel C, wenn ich das schaffen würde, dann würde ich quasi auf einen alternativen historischen Pfad gehen, und die Historie quasi verlassen. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie es da weitergehen würde, denn ich gebe es zu, ich habe diese Mission schon gespielt, das zweite Mal. Und beim ersten Mal bin ich kläglich gescheitert und tatsächlich werde ich mich diesmal gar nicht mehr groß um Arnheim kümmern. Ich werde schauen, dass ich Eindhoven einnehme, Nijmegen einnehme und dann bleiben wir, wie sich es für mich gehört, auf dem historischen Pfad. Außerdem, also Arnheim ist schon wirklich heftig. Kein Wunder, war in der Realität ja auch sehr, sehr heftig. Osterbeck bis Runde 2, Großbeck Höhen bis Runde 2, Grave bis Runde 3 sind Sonderziele. Schauen wir mal ganz kurz, können wir unsere Einheiten... Ah, wir können hier Truppenteile dazu kaufen. Ah, wir können nur Infanterie dazu kaufen, okay. Infanterie und Panzer. Klicken wir mal an. Dempsey, British Second Army. Wir haben wir haben einiges zur Verfügung. Wir haben einiges zur Verfügung, das ist gut. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir was hinsetzen, wo wir unsere Schwerpunkte setzen. In der Runde 1 könnte noch die 82nd kommen. Wie kriege ich denn die da unter? Müsste ich mit meinem 52. British Infantry Division Veteranen. Die sind wahrscheinlich mit Lastenseglern eingeflogen worden oder was? Die sagten jetzt gar nichts. Okay, was werden wir brauchen? Was hat uns Market Garden gelehrt? Dass die Deutschen schwere Panzerkräfte haben oder starke Panzerkräfte haben. Jetzt werden wir erstmal hier unsere Panzer voll ausrüsten. Geht noch irgendwas? Ja, dann sind die voll ausgerüstet. Unsere Infanterie braucht
dementsprechend schlagkräftige Unterstützung gegen Panzereinheiten. Wir haben die 17 Pfünder plus zweimal Artillerie dabei. Ich nehme jetzt der mal eine Artillerie weg. Die können wir dann woanders unterbringen. Britische Infanterietruppenteil. Boah, die sind vielleicht schwach hier. Stocken wir mal komplett auf. Gehen wir eins zurück, dann bleibt uns noch eine Erfahrungsstufe erhalten. Gut. Haben wir noch 220 Punkte übrig. Unsere Panzer rüsten wir noch aus. Vielleicht tatsächlich echt noch mit was richtig Schlagkräftigen gegen feindliche Tiger-Panzer oder Panther. Ist die Frage, ob ich die Churchill Heavy Tanks nehme oder die Fireflies. Ich denke mal, ich nehme die Fireflies hier noch mit dazu. Wie kriege ich denn die aus den Verschanzungen hier raus? Dafür brauche ich Sapeure. Ist die Frage, welcher... Ja, in dem Waldgebiet ist natürlich auch krass hier. Ist da was, wir nehmen hier noch Pioniere mit. Wichtig ist, dass wir schnell Eindhoven einnehmen. Die Einheiten hier drüben können wir mal getrost erstmal beiseite lassen. Die werden... okay, die werden... sowohl aus Osten als auch aus Westen versorgt. Ja, viele Einheiten habe ich nicht, gell. Stärk mal die jetzt mal noch ein bisschen. Die kriegen noch die Churchill Heavy Tanks dazu. Die Einheit hier ebenso. Ne, wir haben schon einen dabei. Machen wir rückgängig. Wir geben denen noch... Wisst ihr was? Die kriegen auch noch Sapeure mit. Ja. Und die British Guards Armored. Gezogene Artillerie. Ist auf alle Fälle gut. Cromwells Angriff 8, Verteidigung 5, Fireflies Angriff 4. Okay. Wisst ihr was? Den Firefly. Shit. Der macht hier keinen Sinn. Ja, doch, passt schon. Ist die Frage, was ich dem noch mitgebe. Die Jungs hier kriegen jetzt nochmal schwere Panzer dazu. Die Jungs bekommen 50 Punkte haben wir noch. Noch ein Cromwell Priest. Artillerie. Das war's. Was ist die Frage? Kommandos? Ich gehe nochmal Cromwell mit. Okay. Sollte ausreichend sein. Dann legen wir los. Vielleicht als allererstes Runde beenden. Nachschub ist noch in Ordnung. Gut. Also wir haben es ja schon mal gehabt mit unseren Luftlandetruppen auf Kreta im Blitzkrieg-DLC. Steht zwar jetzt hier 0 zu 2, also eigentlich zwei Verluste bei ihm, einer bei mir. Allerdings bin ich da auf Kreta wirklich wirklich auf den Deckel bekommen. Und zwar massiv. Wir klären jetzt hier erstmal auf. So, in Grave steht eine Infanterieeinheit. Die Großbeckhöhen sind frei. Niemwegen ist auch frei. Dann könnte man doch jetzt eigentlich direkt in Niemwegen ab. Wisst ihr was? Und genau, wir die erste British Airborne Division, wir schmeißen die nicht über Arnhem ab, sondern die 86. Airborne in Niemwegen ein.
die Einheit hier die so, Luftversorgung bekommen. Die haben das letzte Mal, ach, wisst ihr was? Die Luftversorgung haben wir deswegen in Picom, weil die Großbeck-Höhlen nicht eingenommen haben. Aha. Sieht schon mal besser aus. Jetzt schauen wir, dass wir die Einheiten hier rausbekommen. 1:1 ist akzeptabel, vor allem, weil die dann ihren Zustand eingegraben verlieren. Hat geklappt. Dann können wir die jetzt mit unseren Panzern rausscheuchen. Eins zu eins. Ja, da frage ich mich, lohnt sich das? Ein Stärkepunkt zu verlieren, aber die Fallschirmjäger sind schon unangenehm. Muss man ihn schon mal lassen. Wo schmeißt man denn jetzt hier eigentlich? Ah, den können wir bis hier oben abschmeißen. Wie wär's denn? Überlege ich mir noch. Denke ich mal. Verzeihung. 0:2, 1:1. Dann greifen wir doch mit den Jungs hier die Fallschirmjäger an. Möglichst viel jetzt hier. Die Frage, bin ich dann zu exponiert gegen die Fallschirmjäger? Ich denke eigentlich nicht. Sollte alles versuchen, alles. Ich hätte sie gern vernichtet gehabt. Verbesserung Second British. Spezialisieren auf geplanten Angriff. Das machen wir. Seine Karte ist wieder da. Tja. Wo schmeißen wir jetzt unser Fallschirmjäger ab? Bin ich ehrlich, wo schmeiße ich die Fallschirmjäger ab? Die sollten eigentlich möglichst diese Brücke hier sichern, allerdings sehe ich hier nicht, wer da oder was da ist. Eindhoven. 0:2, sagt er mir. Rückzug 50%. Traue ich mich nicht. Also wenn ich jetzt hier oben abschmeiße, haben sie erstmal keinen Nachschub. Bis wann soll Grave eingenommen worden sein? Bis Runde 3. Die Verbindung ist unterbrochen, aber die könnte man wieder relativ schnell herstellen, denke ich mal. So, 1:1, 1:0. Den Angriff führen wir jetzt auf Eindhoven, ist jetzt frei. Und wir kommen sogar rein mit der 43. British Infantry Division. Das ist gut. Dann haben wir Eindhoven. 3:0. Ne, das war's. Das war's. Können wir die noch vorziehen? Ne. Gut. Haben wir den Zug erledigt. Jetzt schauen wir uns mal den Nachschub an. Noch fließt er hier recht gut. Jetzt machen. Generell haben wir hier in dem Szenario bloß 60% Nachschub, das heißt in 40% aller Fälle kommt Nachschub gar nicht an zu den Einheiten. Das kann natürlich dann problematisch werden. 52 kann ich setzen. Gut. Gucken wir uns mal an. Die Deutschen bekommen hier in dem Szenario jede Menge Nachschub. Vor allem Runde 3, Runde 4, da kommt richtig viel. Fallschirmjäger-Divisionen, Infanteriedivisionen. Da kommt einiges ran. Einheiten unterwegs, verfügbare LKWs,
Luftangriffe habe ich noch einen, ja. Gut, dass er mich erinnert hat. Ich würde fast sagen, den Luftangriff führen wir... gegen diese Elite-Einheit hier oben. Die vielleicht mal zuerst machen sollen. Egal. Runde beenden. Das wird auf alle Fälle höllisch spannend werden hier. Boah, die verteidigen sich richtig gut hier in Eindhoven. Richtig gut. Boah. Im letzten Schritt. War aber auf alle Fälle, jetzt hat die Deutschen sehr viel gekostet. Wir werden Eindhoven dann sicherlich auch gleich wieder zurücknehmen. Und wir sehen auch jetzt schon wieder ziemlich viele Einheiten, die keinen Nachschub bekommen haben. Denn die Wahrscheinlichkeit dafür beträgt nur 40%. So, wen greifen wir da zuerst an? 0:1. Da werden die Fallschirmjäger schon mal aufgerieben, das wäre nicht so verkehrt. Die stehen da schon wieder recht gut drin in Eindhoven. 1:1. Ein Panzerangriff ist natürlich jetzt auch gegen so eine kleine Infanterie. Wäre Schmarrn. Der Einheit müssen wir jetzt erstmal hier Luft zum Atmen geben. Die müssen sich irgendwann wieder erholen. Okay. Wo brechen wir jetzt durch? Schaffen wir es, Eindhoven zu nehmen? Wir probieren es jetzt mal. Ah, Moment. Hier oben ist ja... Hier oben hätte man Nachschub für die Deutschen. Das würde auch unseren Nachschub befriedigen. Allerdings komme ich jetzt hier nicht mehr raus. Sehr gut. Nicht rüber hier zu dem Nachschubdepot. Da würde aber die Verbindung zumindest teilweise einreißen. Auch mit den Panzern komme ich darüber. Hm. Frage ist, ob ich hier oben den Nachschub irgendwie unterbinden kann. Da kommen wir nicht hoch. Doch, kommen wir. Allerdings kann uns natürlich dann hier 0:2, 0:1. Wir haben noch einen Luftangriff. Schwierig, schwierig. Allerdings würden wir eben tatsächlich dann den Nachschub abzwecken. Grave, Nimwegen. Über den Fluss kommen sie eh nicht drüber. Ich kann bloß die Brücke leider nicht sprengen, weil die nicht in Kommandoreichweite meines Hauptquartiers sind. Market Garden stellt einen wirklich vor kleine, schwierige Entscheidungen. Echt fies. Nachschub. Null zu eins. Wie kriege ich denn die jetzt hier raus? Ich würde mal sagen, die Bomber nehmen wir jetzt einfach her, um unsere Einheiten bei Nebenwegen zu schützen. Leider hat es den Panzer nichts abgezogen. Ich würde natürlich wahnsinnig gerne hier den Nachschub unterbinden. Das machen wir auch. Das ist mir jetzt tatsächlich wichtiger als ein Vorstoß. Ja. 1:1.
gar nicht schlecht. Doch, finde ich schlecht. Wir können eh nicht weiter angreifen. Jedes 1 zu 1 allerdings, das lohnt sich. Nur weiter kommen wir nicht. 4 zu 0. Die Frage, ob ich die irgendwo eingraben lassen kann. Was? Wir versuchen jetzt hier Verbindung herzustellen. Die Brücke einzunehmen. Können wir irgendwelche Brücken sprengen? Bringt uns das was, wenn wir diese Brücke sprengen? Dann. Pontonbrücken bauen. Es war ein Schmarrn, dass ich die Brücke gesprengt habe. Oh Mann. Jetzt habe ich da eine Pontonbrücke, aber die andere nicht. Ja gut, kann ich gleich wieder reparieren lassen wahrscheinlich. Ja, ist so ein Schmarrn. Reichweite vom Hauptquartier. Ist da was, dann ziehe ich die einfach... Nee. Wo könnte man die denn hinlegen? Bis wohin? Verlegen wir bis da hoch. Würde ich sagen, das war's auch mit der Runde. Schauen wir nochmal. Dreimal Unterstützung für die Einheiten hier oben. Luftversorgung ist die Frage, ob ich die jetzt schon einsetze. Tatsächlich setze ich die diese Runde noch nicht ein. Wir haben noch einen polnischen Fallschirmabsprung. Um auf Nummer sicher zu gehen. Nur wo könnten wir den verwenden? Hier im Norden oben. Ah, die kann ich ziemlich vielfältig einsetzen. Die Brücke sprengen, das wäre was. Gut. Damit belassen wir es auch. Schauen wir nochmal, ob wir vielleicht doch noch per Luft versorgen sollten. Aber eine Runde können die hier noch aushalten. Das heißt, bestimmt nicht. Die hier werden wir versorgen. Gut, Nachschub kontrollieren. Passt soweit. Runde beenden. Uiuiui, da hat es direkt auf die polnischen Fallschirme abgesehen. Okay. Ein wirklich interessantes Szenario. Extrem viele Einheiten jetzt hier wieder ohne Nachschub. Das ist nämlich das Problem hier bei dieser Kampagne. Jetzt müssen wir Eindhoven freimachen. Die werden wir Notfall versorgen. Die auch Notfall versorgen können. Nee, dann machen wir so per Abwurf. Die Panzer sind mir jetzt zu wichtig gerade. Jetzt sitzen die immer noch in Eindhoven. Das Blöde ist, ich hätte eigentlich dringendere Sachen zu tun, außer mich um Eindhoven zu kümmern. Noch blöder ist, dass ich die Brücke da oben gesprengt habe.
Die Panzernet könnte nämlich hier. Eindhoven muss jetzt frei werden für einen Nachschub. Ich fürchte bloß, dass das unserer Einheit hier nicht gut tun wird. Dass die hier so untätig rumstehen. So, von wo kommt jetzt der britische Nachschub? Der deutsche Nachschub. Platzierung nächste Runde. Hier drüben. Drei Einheiten. Zwei Einheiten hier auf der rechten Seite. Okay, wir brauchen also hier links drüben. Brauchen wir noch was? Haben wir mittlerweile noch keine Infanterie verfügbar. Ich blende jetzt mal die Kartenbeschriftungen aus. Wie die Nachschublinie hier sichern. Na, ja, das sieht schon mal gar nicht so verkehrt jetzt aus. Erst die Brücke sprengen und dann wieder reparieren. Super. Pontonbrücke bauen braucht man nicht. Ich müsste mich eigentlich eher bewegen mit der British Second Army. Das wäre wahrscheinlich wichtiger, dass wir unterziehen können. Dann haben wir noch Bomber. Ist die Frage, wen versorge ich noch? Hier müssen wir auch aufpassen, dass uns hier keiner in die Flanke kommt. Sagen wir, probieren wir vor die Deutschen. Schwierig. Ich denke, wir bombardieren. Okay. Damit haben wir jetzt auch schon wieder, schauen wir mal die Nachschub-LKWs, dass wir hier noch einen verstärken. Vielleicht fließt der Nachschub dann besser. Tatsächlich würde ich natürlich gerne hier oben, vielleicht sollte ich da bereits hier zu sichern anfangen. Was, das machen wir mal. Schauen wir uns das Ergebnis aber in der nächsten Folge an. Ich bin sehr gespannt. Das wird noch kritisch werden. Ja, das wird kritisch werden. Wie kritisch sehen wir in der nächsten Folge? Und ich glaube auch, dass wir dann die Mission auch schon abschließen können. So langsam geht es dann auch dem Ende zu hier in Unity of Command. Danach, glaube ich, folgen noch zwei, drei Missionen. Naja, wir werden sehen. Lassen wir uns überraschen. In der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch gute taktische, operative und natürlich auch strategische Entscheidungen auf all euren Schlachtfeldern. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, pfiat's euch, servus.